Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, in dem Video geht es mal um meine Bücher, die ja ich in meinen Bücherregalen habe. Und ich fange mit dem kleineren an und somit mit meinen Kindernbüchern. Kinder? Ja, Kinderbücher. Und ich habe noch keine Ahnung, wie das hier werden soll, weil ich drehe jetzt mit einer anderen Kamera, mit einer etwas schwereren Kamera. Aber ich weiß, dass diese Videos lang werden, also brauche ich einen, kann ich das nicht mit meinem Handy machen, weil ich einfach nicht so viel Speicherplatz auf meinem Handy habe, als auf dieser Kamera. Genau. Und ich habe noch keine Ahnung, wie ich das machen werde. Ja, mal sehen. Also ja, ich versuche es irgendwie mal. Ich würde sagen, wir fangen hier mal an und gehen dann so rüber. Und ja, also als erstes habe ich hier die Brüder Löwenherz von Astrid Lindgren. Und ja, ich glaube, viele von euch kennen die Autorin. Was haben wir hier? Oh Gott, wieso ist das so eng? Ah ja, ein Mausklick bis zum ersten Kuss oder bis zum Kuss von Anna Wilensky. Das hat mir eigentlich richtig gut gefallen damals. Das war so einer meiner allerersten Liebesbücher oder wie man das auch immer nennt. Dann habe ich hier Denkt dir die Welt, Philosophie für Kinder. Habe ich da, das habe ich gelesen, fand ich ganz okay, fand ich jetzt aber jetzt nicht weltbewegend. Ich muss sagen, diese Bücher hier oben, die sind nicht sortiert. Und ab hier fängt es dann an, dass die sortiert sind. Es kommen noch zwei weitere rein. Ja, genau, wo waren wir stehen geblieben? Da hier, bei Ronja Räubertochter. Ich glaube, viele von euch kennen die auch, die Geschichte. Von wem ist das? Von Astrid Lindgren. Ach, Leute, guckt mal, ist von Astrid Lindgren. Ja, genau. Dann haben wir hier als nächstes Secret Books, Secret Book for Girls. Das einzige wahre Handbuch für Mütter und ihre Töchter. Aha. Ja. Da stehen einfach so ganz alltägliche Dinge drinne, würde ich jetzt sagen. Da muss ich jetzt nicht, ich hoffe, das fällt hier nicht um, muss ich nicht drauf weiter eingehen. Wartet, es kann sein, dass es leider ein bisschen wackelig wird. Ich versuche, meine Hand so ruhig wie möglich zu halten, aber ja. Oh, also das hier hat kein Cover, da steht einfach nur der kleine Mann drauf. Das war auch eine süße Kindergeschichte, da geht es einfach um um einen kleinen Mann, der halt Abenteuer erlebt und beweist, dass auch wenn er klein ist, große Taten bewegen kann. Und das fand ich voll süß. Das hatte ich ja erst letztes Jahr zu Weihnachten gelesen. Also war in meinem Dezember-Lesemonat drinne und in meiner Want-to-Read-Dezember-Liste. Hat mir gut gefallen, mochte ich wirklich sehr, sehr gerne. So wie das nächste Buch, Minouche. Die geheimnisvolle Minouche, ja, die. Es gibt auch, glaube ich, einen Film dazu, aber ich weiß gar nicht. Ich kann mich an manche Filmszenen erinnern. Und ja, aber ich glaube, das ist nicht die Filmausgabe. Nee, das ist nicht die Filmausgabe, aber ich glaube, die Schauspielerin spielt auch bei dem Film mit. Da geht es einfach um eine Frau, die abends halt immer verschwindet und die irgendwas mit Katzen zu tun hat. Ja, fand ich auch ganz toll. Ah, ja. Dann Erich Kästner. Das fliegende Klassenzimmer, das hat mir richtig, richtig gut gefallen. Das war einer meiner Lieblingskinderbücher, die mochte ich total gern. Ich mag auch den Film mit, ach, wie heißt der denn? Vogel irgendwie. Wie heißt der mit Vornamen? Vornamen weiß ich jetzt leider nicht, aber ich glaube, Vogel oder so heißt der mit Nachnamen. Das ist ein deutscher Schauspieler. Der spielt meistens so böse eigentlich. Aber da ist er, glaube ich, der Klassenlehrer in dem Film. Ah, noch mal ein Buch von Astrid Lindgren und zwar Die Kinder aus Büllerbü. Die fand ich auch ganz toll. Ich muss sagen, dass ich Astrid Lindgrens Kinderbücher sowieso eigentlich immer sehr gerne mochte. Weniger gerne mochte ich Winnie Pooh, ich weiß nicht, aber mir gefiel der Schreibstil irgendwie nicht. Als meine Mutter mir das schon vorgelesen hat, hat sie es auch nur mit Ach und Krach beendet, weil ich das immer abends dann nicht mehr hören wollte. Und sie meinte, so ein bisschen was will ich dir doch noch vorlesen. Ja, da habe ich später auch noch mal selber gelesen. Fand ich jetzt persönlich selber nicht so geil. Weiß ich auch nicht. Irgendwie konnte ich dem Buch nicht viel abgewinnen. Ja. Dann eins meiner allerersten Bücher, die ich jemals hatte. Das ist eigentlich keine Geschichte. Das ist einfach nur ein Bilderbuch. Die ganze Welt. Und das sind so Fotografien drinne, würde ich sagen, statt Bilder.
Und dann ein Märchen ist ein Märchen ist ein Märchen. Habe ich auch erst letztes Jahr gelesen oder Ende des letzten Jahres. Fand ich auch ganz gut. Fand ich eine süße Geschichte. Dann Villa Oma. Die war toll, die Geschichte, weil da geht es um eine ältere Dame, die dann ein paar Tiere rettet, aber natürlich dürfen die nicht einfach so bleiben. Es gibt immer jemand Böses sozusagen, der dann, ja, das natürlich verhindern möchte, weil das sind auch nicht ihre Tiere. Dann haben wir, Der Wind in den Weiden. Doch, den Wind in den Weiden, das mochte ich, das Kinderbuch. Das fand ich eigentlich ganz gut. Hat mir gut gefallen damals, doch, fand ich gut. Dann Oma aus dem Eis. Fand ich übrigens auch gar nicht schlecht. Aber mir gefiel, glaube ich, der Wind in den Weiden besser. Dann habe ich hier zwei Bücher. Einmal Oma und Frieda, jetzt schreien sie wieder. Und Oma wieder. Und wieder schreit der Frieda Oma. Ich hatte noch wesentlich mehr Bücher von dieser Geschichte, weil ich damals die Bücher einfach total mochte. Ich mochte die Geschichten. Die waren, das ist, ihr seht ja auch, das sind keine dicken Bücher. Und die habe ich wirklich dann einfach mal mit in die Schule genommen und in den Pausen gelesen. Und ich fand das einfach wirklich lustig. Ja, genau. Dann, was habe ich hier? Ah, Latte Igel. Das ist eigentlich ein Buch, wo ich immer bis heute nicht wirklich weiß, ob ich das entbehren kann oder nicht. Ich mochte das Buch nicht so, aber andererseits fand ich die Grundidee gut und denke mir, vielleicht lese ich das irgendwann noch mal und ja, mal sehen, wartet. So. Ja, und guck mal, ob es mir vielleicht dann noch mal gefällt, aber so schnell werde ich das jetzt nicht wieder rereaden, mal sehen. Und dann noch Pink Muffin and Blurry Blue at Berry Blue. Und das ist so ein Liebes, also ein, wie nennt man das? E-Mail-Roman, so ein Chat-Roman. Also da ist alles halt, oh, geht das? Ich weiß es gar nicht. Ja, ja, kann man jetzt nicht. Kann ich jetzt schlecht mit einer Hand zeigen. Genau, das war jetzt mein. So, ich muss es wieder reinstellen. Das war mein erster Schrank. Dann habe ich hier noch, also mein erstes Brett in dem kleineren Bücherregal. Ich zeige euch auch am Ende des Videos, wie das Bücherregal komplett aussieht. Ja, genau. Und hier habe ich einen Nussknacker drin. Ja, den habe ich irgendwie mal mir gewünscht und einen bekommen. Ich kann auch den Mund öffnen von dem und dann kann der auch Nüsse knacken. Und hier sind meine Sim-Spiele, weil ich weiß nicht, wo ich sie hinpacken soll. Es sind meine einzigen Computerspiele. Die anderen werden jetzt vielleicht etwas geschockt sein, aber ja, ich spiele nicht so viel. Ja, genau. Weiter geht's. Jetzt sind wir hier in meinem zweiten Brett. Wir waren einmal kurz da drüben, da drüber, und jetzt sind wir hier im zweiten gelandet. Da stehen jetzt alle meine Cornelia Funkbücher. Eigentlich sollte ich das da oben auch sortieren, oder Leute? Dass das auch ein bisschen nach Autoren ist. Das habe ich jetzt da bei Astrid Lindgren nicht gemacht. Ich habe es eher so gemacht, dass ich die Bücher jeweils nach Genre sortiert habe und danach Verlag. Und bei Astrid Lindgren, die Bücher, die ich euch gerade gezeigt habe, die sind aus unterschiedlichen Verlegen, weil euch das vielleicht aufgefallen ist. Aber das hier von den Cornelia Funk Büchern, die sind alle im CDV Verlag erschienen. Und dementsprechend war das jetzt einfacher für mich, dass es auch automatisch so war, dass alle Bücher in einer Reihe stehen. Weil, wie gesagt, die waren halt auch alles im selben Verlag. Genau. Ja, da haben wir erstmal, ich glaube, viele von euch werden diese Reihe kennen, oder? Die wilden Hühner. Ich fange jetzt mal hier an, weil das ist der erste Teil der wilden Hühner-Reihe. Das ist die wilden Hühner. Einfach die wilden Hühner, die wilden Hühner. Dann hatte ich einmal noch die wilden Hühner und die Liebe. Dann hatte ich einmal die wilden Hühner und das Glück der Erde. Dann habe ich eine Filmausgabe, die passt leider nicht wirklich zu den Originalausgaben. Also man sieht, die ist größer als die hier. Fand ich ein bisschen ärgerlich, muss ich ehrlich sagen. So wie das Buch, was hier auch steht, ist auch größer, aber das sind irgendwie, ich weiß auch nicht. Haben sie halt gedacht, okay, ist nicht so schlimm, wenn die nicht nebeneinander passen, von der Größe her. Aber naja, fand ich jetzt nicht so gut. Und das ist halt auch noch meine Filmausgabe. Ich glaube, da, was weiß ich.
haben sie absichtlich so gemacht, vielleicht, weil das sich dann absondern sollte von den normalen Büchern. Und da habe ich halt die Filmausgabe dazu, die wilden Hühner-Fuchs-Alarm. Und ja. Und hier dann am Schluss die wilden Hühner auf Klassenfahrt. Ich habe noch gesehen oder gehört, das ist irgendwie die wilden Hühner und das Glück der Erde auf den Rücken der Pferde, irgendwie sowas. Ich weiß es nicht genau. Hat irgendwie mal Agathe in ihrem Agathe Knoblauch oder so, wie sie heißt, in einem ihrer Lesevideos gezeigt. Aber sie fand das jetzt irgendwie nicht lesenswert und dann habe ich mir gedacht, okay, nee, dann kaufe ich mir das nicht. Weil wenn sie es nicht lesenswert findet, brauche ich es auch nicht lesen. Genau. Dann habe ich hier einmal Igraine ohne Furcht. Ja. Das Buch mochte ich richtig, richtig gerne, das Kinderbuch. So wie, das sind hier drei Bände, steht da auch. Gretchen Sackmeier, drei. Also es sind alle drei Gretchen Sackmeier-Geschichten sind in ja, diesem Buch quasi enthalten. Und ja, ich habe die gesuchtet. Ich hatte das Buch, glaube ich, in 2 Tagen durch. Das hier. Ja, naja, ich weiß nicht, Cäsar und die Feen der Macht habe ich bis jetzt also mal angefangen. Achso, ich habe das Lesezeichen schon rausgetan wieder. Fand ich jetzt nicht so interessant und das habe ich auch niemals dann weitergelesen. Ich weiß, eigentlich ist es nicht so gut, aber naja. Dann habe ich hier hinten, hier kommt die ganze Mumienreihe, Mumiengeschichten. Da fange ich auch mit dem ersten Band mal an. Also das heißt keine richtigen Reihenfolge, aber es war trotzdem ein Anfangsband sozusagen, wo dann die Charaktere alle vorgestellt werden indirekt. Und es ist, nein, das ist falsch. Oder? Hier ist es. Die Moomins, eine drollige Gesellschaft, übrigens, wartet, ich werde euch mal kurz einmal ranschieben, also ranzoomen. Dieser Weiße da, neben dem grün sitzenden, ich weiß gar nicht, was das ist, Ding. Ich kann mir leider Namen nicht merken. Es ist kein Troll, aber es ist irgendwie so auch eine andere Figur. Aber dieser weiße, kleine, süße Etwas, das sind Trolle. Also deshalb heißt es auch eine drollige Gesellschaft. Weil ich habe auch lange immer gedacht, es sind keine Trolle und war dann etwas irritiert, als ich mal gehört habe, dass jemand die Originalen aus, ich glaube, die Geschichte kommt aus Schweden, also die alle hatte. Und dann meinte, dass das Trolle sind. Und ich so, what? Nein, sicher nicht. Und sie so, doch, doch, hier guck. Und ich konnte zwar kein Schwedisch, aber es waren ja die Original. Und eigentlich sind das Comics gewesen. Und weil die haben sich so gut verkauft, dass sie auch eine Mumie, die trollige Gesellschaft haben sie dann auch ins Buch verfasst. Und ja, also das kam dann so mit, dass das so gut ankam, dass da jetzt auch mehrere Bücher gibt. Ich besitze noch nicht alle, ich möchte mir aber unbedingt noch ein paar von denen kaufen, weil die lassen sich auch so leicht weglesen. Tut mir leid fürs Wackeln, ich gebe mir wirklich Mühe. Weiter geht's mit Mumiens Vater wildbewegte Jugend. Ja. Ja, fand ich auch eine ganz nette Geschichte. Und Sturm im Mumiental habe ich jetzt übersprungen. Das hat mir besser gefallen, das hier, Sturm im Mumiental. Und dann haben wir hier noch zwei Bücher. Und zwar einmal nochmal Herbst im Mumiental. Düt. So. Und einmal Winter im Mumiental. Ja, die beiden. Die habe ich auch im Herbst und im Winter letztes Jahr 2015 gelesen. Dann kommen wir zu den nächsten Büchern. So langsam tun mir meine Hände weh oder meine Arme, eher gesagt, nicht meine Hände. Ja, das sind jetzt unabhängig andere Geschichten und zwar alle geschlossene Geschichten, die haben nichts miteinander zu tun. Das sind so Jugendromane von der Zeit. Die Zeit hat irgendwie mal ja einen Jugendroman. Verlag oder so eine Ausgabe. Ich weiß nicht mehr, ob das noch so ist. Nee, was laber ich nicht von der Zeit, von der Süddeutschen Zeitung. Aber ich glaube, die haben immer noch diese Bücher. Draußen, die sind halt für die jungen Leser. Jugendbibliothek nennt sich das auch. Und ja, das ist jetzt Konrad, das Kind aus der Konservenbüchse. Und ja. Dann haben wir der tätowierte Hund. Den mochte ich auch richtig gerne. Also,
Die hat mir auch sehr, sehr gut gefallen, die Geschichte. Ich weiß noch, dass ich am Anfang ein bisschen Angst hatte. Aber ja. Dann das Wildpferd unterm Kachelofen. Fand ich auch eine gute Geschichte. Dann haben wir hier zwei Detektivbücher. Und diese zwei Detektivbücher sind einmal die Baker Street Boys, Polly und der Juwelenraub. Das sieht man dann hier unten. Die Titel stehen immer unten, dann also hier sozusagen. Die Jagd auf den Drachen ist auch nochmal von den Baker Street Boys. Genau. Oh, meine Arme. So, weiter geht's. Dann kommen wir zu diesen Büchern hier. Die kommen nicht vom selben Verlag, aber haben so ähnlichen Schnitt, würde ich sagen. Da haben wir einmal, was glaubst du eigentlich, wer du bist? Fand ich auch sehr gut, das Buch. Und auf das Buch von allen Dingen. Das hat mir auch richtig, richtig gut gefallen. So wie Aleja, die Schwester der Wölfe. Das fand ich auch gar nicht so schlecht. Habe es ein bisschen bereut, dass ich das so lange warten ließ. Aber ich finde, das ist so eine sehr eigene Kindergeschichte, weil ich so ein bisschen besonders und auch zwischen den Zeilen sind so ein bisschen für die Erwachsenen nochmal so Infos versteckt. So also spielt auch bestimmte Sachen so, weil wisst ihr, was ich meine? So spielt so bestimmte Themen an und ich weiß noch nicht so richtig, ob das wirklich für die 13-jährigen Jugendlichen wirklich was ist, ob die das schon verstehen. Ich weiß es nicht. Vielleicht manche, aber ich denke nicht alle. Deshalb war ich ein bisschen so im Schwanken, ob ich das als ein gutes Kinderbuch bezeichnen würde. Aber das hier ist einer meiner Lieblingsbücher. Freunde, und da sind alle Geschichten, fast alle Geschichten von denen drinne. Ich habe die geliebt. Ich habe dieses Buch mehrmals auch gelesen. Ich kann es jetzt noch in- und auswendig. Und dann habe ich noch Kaninchen bringen Glück. Das ist auch so ein Buch, was ich ganz, ganz lange liegen gelassen habe, weil ich mir so dachte, oh nee, ich will nicht lesen und schon gar nicht sowas, weil irgendwie, ich weiß auch nicht, aber ich fand irgendwie das Cover jetzt nicht so geil und ich hatte es irgendwie auch nicht so angesprochen und ja, ich weiß auch nicht, irgendwie hatte ich da so meine Probleme mit und dann habe ich es voll bereut, dass ich so lange gewartet habe, genauso wie bei dem Buch bei Wolkenpanther. Das hier fand ich sogar noch viel, viel besser, Wolkenpanther als das Kaninchen, also Kaninchen bringt Glück Buch. Ich weiß nicht, irgendwie, das hat mir schon ganz gut gefallen, da hatte ich das schon bereut. Und das hier, das war einfach am besten von allen, der Wolkenpanther. Das ist echt richtig, richtig cool. Vor allem, ich zeige euch nochmal das Cover kurz. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt, aber es fokussiert leider nicht. Aber da, wo der Mann gerade diese Hand nach oben streckt, das sind so fliegende etwas. Und das sind diese fliegenden Panther. Deshalb heißen die auch Wolkenpanther. Kommen wir zu den letzten Büchern, zu den letzten in der Reihe. Und zwar einmal Emilys Abenteuer. Das ist der, ich glaube, zweite Teil dieser Reihe. Es gibt eine Trilogie, ich habe es lange nicht gewusst. Und heute schwanke ich, ob ich zu diesem Buch halt nochmal mir dann den ersten und zweiten Teil holen soll oder nicht. Andererseits denke ich mir, so bombastisch fand ich das jetzt auch nicht und schwanke noch deswegen. Aber ich denke mal, wenn ich sie günstig irgendwo bekomme, dann werde ich das mir holen. Ja, hier kommen wir zu Karl Zwergelein. War eine süße Geschichte, eine gute Grundidee, aber ich mochte die Protagonisten da nicht so sehr. Und das hier ist ein Buch, was ich 100-mal in meinem Leben noch durchlesen werde und auch meinen Kindern und jedem empfehlen werde. Es ist so toll. Das ist mein Lieblingsbuch. Wenn ich ein Buch aussuchen müsste von den ganzen, die ich habe, dann würde ich das hier nehmen. Weil das ist einfach, ich liebe es. Ich liebe es einfach richtig, 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 richtig gerne. Ich liebe es richtig doll. So, jetzt. Genau. Das war jetzt dann der zweite. Von oben der zweite, das zweite, die zweite Spalte. So. So, weiter geht's mit diesem Regal. Ja. Da fange ich jetzt einfach mal mit dem hier an. Oder fange ich jetzt so rum an? Vielleicht fange ich so rum an, das ist vielleicht besser. Und zwar habe ich hier, das sind jetzt nur meine englischen Bücher. Auf diese drei anderen da hinten werde ich dann später noch eingehen. Und zwar geht es hier einmal To Kill a Mockingbird. Wartet, das muss mehr in euer Sichtfeld kommen. Und ja, das Buch habe ich noch nicht gelesen, habe ich erst zu meinem, ich glaube, 19. Geburtstag von einer Freundin geschenkt bekommen.
Und ja, genau, die fand ich, habe ich jetzt noch nicht gelesen, aber ich fand, sie hat bis jetzt immer die richtigen Bücher mir geschenkt. Dann habe ich hier zwei lustige Taschenbücher-Ausgaben, also Donald Duck-Bücher. Und ja, das ist auf Englisch. Das ist die englische Edition 1. Und dann gab es hier noch die englische Edition 2. Und muss aber sagen, dass ich, glaube ich, die erste Edition ein Tick besser fand als die zweite. Dann kommen wir hier zu zwei Büchern, die kennt, glaube ich, schon die meisten von euch. Das ist eine Trilogie, da fehlt mir noch der dritte Teil. Ich habe den zweiten noch nicht gelesen, aber diesen hier, das ist der erste Teil. Den habe ich schon gelesen und es ist Divergent, die Bestimmung heißt es auf Deutsch. Und fand ich gar nicht schlecht, hat mir doch recht gut gefallen und war auch eindeutig überzeugt, dass ich mir den zweiten Teil holen werde. Und habe mir dann den zweiten Teil geholt. Insurgent heißt der, ich glaube. Im Deutschen wurden Insurgent und Allegiant, oder wie sich das nennt, Allegiant, ich weiß nicht, wie man das jetzt ausspricht, wurden im Deutschen gedreht. Also ich glaube, zuerst kommt Allegiant in Deutsch und dann Insurgent. Ich bin mir nicht sicher, weil ich glaube, dass die hier keine Übersetzung haben im Deutschen. Ich hoffe, ich sag, also wenn ihr das besser wisst, korrigiert das ruhig, aber ich hatte das irgendwie so in Erinnerung. Zumindest auf jeden Fall sind die Covers damals vertauscht worden, die Coverfarben. Also das bei euch, also in der, was heißt bei euch, in der deutschen Ausgabe kommt, glaube ich, zuerst das rote und dann das grüne Buch. Ja, aber der erste Teil ist der gleiche. Und also mit der gleichen Farbe, blau, geblieben und heißt halt auf Deutsch die Bestimmung. Ja, dann habe ich hier Let It Snow von John Green, Marian Johnson und Lawrence Mercer. Three Holiday Romances. Naja, hat mir jetzt nicht so gefallen. Am besten fand ich schon die von John Green. Die Liebesgeschichte fand ich am besten, aber ja, fand ich jetzt nicht so geil, nicht so überzeugend. Ja, dann habe ich hier A Monster Call von Patrick Ness. Das Buch hat eine Freundin von mir. Ja, das passiert, wenn man sein Buch nicht festhält. Ja, dachte, das steht, aber scheinbar will es nicht stehen. Ja, das fand ich sehr interessant, das Buch. Ich mochte das Buch am Schluss doch sehr, sehr, sehr gerne. Manchmal habe ich das Gefühl gehabt, dass ein paar Sachen nicht so nachvollziehbar waren. Aber ich muss sagen, vielleicht liegt es auch an meinem Verständnis für Englisch. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich nichts verstanden habe. Ich habe schon was verstanden. Aber vielleicht wurde das irgendwie erklärt und ich habe es nicht mitgekriegt. Auf jeden Fall hat mir die Grundidee aber wirklich sehr gut gefallen. Ich denke aber, dass es ein sehr eigenes Buch ist und dass es nicht jedem gefallen würde. Weil, ja, es ist eine ganz andere Wendung hatte, als ich gedacht habe. Und ja, das hat mir übrigens die Freundin, die gleiche Freundin geschenkt wie To Kill a Monkey Jay Bird. Und dann hat sie mir ebenfalls noch We Were Liars, Wenn wir lügen, heißt das jetzt, glaube ich, auf Deutsch, gelesen. Und die Geschichte fand ich echt krass. Also wer Colleen Hoover mag und Hope Forever gelesen hat, das geht in diese gleiche Richtung. Also in die gleiche Richtung, ist aber nicht die gleiche Geschichte. Und ich fand aber die We Were Liars, also das Buch, besser als das Hope Forever. Die haben aber beide, glaube ich, 4 Sterne von mir bekommen. Also ja, haben die gleiche Bewertung. Aber das hätte mir doch einen Tick besser gefallen. Und vor allem der Schluss, der war so krass. Also, welches Buch ich noch zum Vergleich dazu stellen hätte können, wäre auch noch Die Achse meiner Welt. Die geht auch in die Richtung. Aber ich finde, die geht sogar noch, die kommt diesem Buch sogar noch näher mit den Inhalten der Geschichte als Hope Forever von Colleen Hoover. Aber ja, trotzdem, ich mochte das Buch sehr gerne. Dann, ich glaube, das ist ein Buch, zu dem ich nicht sehr viel sagen muss. Das ist Twilight. Der erste Teil, Twilight, fand ich sogar besser als die Filme, muss ich sagen. Wobei ich sagen muss, dass die Bücher
Bücher und Filme gar nicht so weit auseinander sind. Ich habe mir echt immer gedacht, weil es gab so Leute, die haben die ganze Reihe auf Englisch oder auf Deutsch gelesen und dann haben wir halt gesagt, oh, das ist so anders. Ja, es ist anders, aber das ist meistens so bei Büchern und Filmen, die, also bei Büchern, die verfilmt worden sind, wollte ich damit sagen. Aber es gibt wesentlich schlimmere Filme, die ganz abweichen von dem Buch, von dem sie eigentlich ursprünglich abstammt, die Geschichte. Ja, dann kommen wir zu einem Kinderbuch. Und zwar die drei Fragezeichen, der Mystery of the Ghost Train, amerikanisches Englisch. Und habe ich durchgelesen, konnte aber danach auch nicht mehr gut schlafen. Als ich damals jünger war, hatte ich echt vor allem Schiss. Und vor allem vor dem da hatte ich Schiss. Und also vor diesem Ghost. Ja, ich will nicht zu viel spoilern für die, die es noch lesen wollen. Aber ich hab schon sehr viel verstanden. Und hinten, es ist sowieso ja ein Lernbuch für die Leute, die, aufgefangen, für die, die das irgendwie sich erstmal an englische Bücher ranwagen wollen und meinen, sie könnten noch nicht so viel verstehen, dass sie erstmal noch viel Hilfe brauchen. Und das ist halt so ein Buch. Ja, dann haben wir hier noch The Pancake. Das war, ja, das war mein allererstes Buch, was ich auf Englisch jemals gelesen habe. Und die Geschichten sind so einfach und das sind so Kindergeschichten. Und die sind ein bisschen zynisch. Ich denke, ich glaube, es kommt aus England, die Geschichte. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich würde sagen, dass es so ein bisschen so ein Biss drin ist, in so ein Witz, so ein, ja, der nicht ohne ist. Man kann sagen, dass es ein bisschen blutig ist, jetzt vielleicht zu so krass ausgedrückt, aber hat eine leichte Tendenz zum schwarzen Humor, also Pancake. The Pancake-Geschichte, ja. Jetzt wird es kurz einmal wackeln, nicht wundern. Ich muss einmal hier gucken, dass meine Kamera nicht runterfliegt. So, genau. Jetzt kommen wir zu diesen drei Büchern. Das hier ist Paloma von Paloma Paul Donson. Frag mich nicht, wie man das ausspricht. Ich kann kein Spanisch mehr. Das war, ich hatte, glaube ich, nee, oder? Ich weiß es nicht. Doch, Blancanieves und der kleine Prinz auf Spanisch. Wo, ich weiß gar nicht, wo diese Ausgabe eigentlich ist. Ich hatte das mal, aber irgendwie finde ich die nicht mehr. Und das hier, das waren so meine ersten Geschichten, die meine Mutter mir vorgelesen hat. Und damals konnte ich, als ich noch jünger war, Spanisch. Ich konnte damals kein Deutsch, aber dafür Spanisch. Und jetzt kann ich fast so gut wie kein Spanisch, aber dafür Deutsch. Und ja, das hat sie mir vorgelesen. Und das ist so immer so ein kleines Andenken sozusagen an früher. Und ja, genau, dann, weil ich aber nicht wusste, wo ich diese Bücher hin tun sollte, habe ich die jetzt erstmal darüber getan. Hermann Hesse Narziss und Goldmund, ich muss sagen, dass das Buch mir unglaublich gut gefallen hat. Ich habe es ja für die Schule damals gelesen, so wie Siddhartha oder so habe ich auch für die Schule gelesen und ich mochte dies. Ich habe mich durchgequält und den Inhalt die Hälfte vergessen, einfach nur für das Referat, was ich damals zu Hermann Hesse halten musste oder über Hermann Hesse halten musste und ja, um einfach zu sagen, ich habe was gelesen, aber nicht, weil ich Spaß hatte. Und dann habe ich das rereadet, das Buch und dann war ich echt, ich habe viel mehr aufgenommen und es nochmal anders gesehen. Und es war freiwillig und das hat echt nochmal mir einen anderen Blick auf dieses Buch gegeben. Und dann hat mir meine Mutter auch ein Buch noch geschenkt, mal zum Geburtstag oder so. Der Prophet von Kalila Gibran. Und das ist so ein schönes Buch, weil da ganz, ganz viele der Narr, der Wanderer, das sind so die bekanntesten Geschichte, Gedichte, Versen, ja, die sind sehr philosophisch, seine Schriften. Und die sind da zum Teil oder überwiegend in dem Buch hier verfasst. Und ich fand das so schön. Und es ist so ein Buch, wo ich immer zwischendrin dann mal reingucke. Und ja, genau. So, jetzt wackelt es nochmal. Ja, wieder ein Buch runtergeflogen. ja, das ist jetzt die dritte Spalte.
Und dann gibt es hier unten noch eine Spalte. Und das sind aber eigentlich nur Schulbücher. Also da werde ich jetzt, das werde ich euch jetzt nicht zeigen, weil das ist eigentlich uninteressant. Und ja, genau. Das war's. Ich werde jetzt dann das auch noch gleich mal von Fernen zeigen. Und ja, wartet. Ja, das ist das Regal, was ich euch gerade gezeigt habe. Und hoffe, ihr hattet viel Spaß.